Es macht sehr viel Spaß, ich nehme immer sehr viel mit und gehe immer mit sehr viel Elan in den Alltag. Und ich merke, von Seminar zu Seminar wird es besser. Es lohnt sich also. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Ich finde es sehr schön, atmosphärisch sehr schön, weil ein kompetenter Gitarrist, der Peter, in einer sehr schönen Atmosphäre die Leute da abholt, wo sie gerade sind. Das heißt, er geht also nicht einen bestimmten Schwierigkeitsgrad durch, sondern er merkt, da ist das Defizit noch bei demjenigen oder bei derjenigen, bei dem muss da noch was gemacht werden oder kann da noch was gemacht werden. Und das schafft er auch in einem gemischten Chorus, die Leute sehr differenziert ein Stück weiterzubringen. Es ist immer sehr entspannt, sehr locker und es macht einfach Spaß. Es ist eine gute Zeit, die man miteinander hat. Da wirklich oder. Ja, ich bin der Udo, ich spiele schon seit über 40 Jahren Gitarren, auch schon in verschiedenen Bands. Und bin jetzt beim dritten Mal beim Peter auf dem Workshop und lerne immer wieder was Neues dazu. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, warum klingt das bei dem einen Gitarristen nicht? Und der andere, obwohl er genau das Gleiche macht, klingt das gut. Und heute habe ich es kapiert, weil der Peter beim Strumming gesagt hat, naja, das Strumming soll nicht auf der 1 beginnen, sondern mit der hohen Seite auf der 1 enden. Dann haben wir das ein paar Mal geübt und ihm zugehört und ja, das machte den riesen Unterschied vom Klang, weil sonst klang es einfach so hart, tschang, 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 so richtig im Groove drin. Und das ist natürlich, wenn man in der Band spielt und da macht der Gitarrist den falschen Groove, ist dann das natürlich gar nichts. Und das habe ich heute kapiert, woran das liegt. Also vielen Dank an Peter. Also tschüss. Kursiert der Irrglaube, dass das Plektrum parallel zu den Saiten sein muss beim Anschlag? Ja, ich bin Wiederholungstäter. Ich habe schon verschiedene Seminare mitgemacht. Toller Musiker. Eine Bandbreite, die man sonst bei kaum einem Musiker sonst findet. Jazz, Blues, Fingerpicking, Rock. Da bleibt kein Auge trocken. Es macht sehr viel Spaß. Ich nehme immer sehr viel mit und gehe immer mit sehr viel Elan in den Alltag. Und ich merke, von Seminar zu Seminar wird es besser. Es lohnt sich also. Hier ist das Intro von Angie. Von mir für euch gespielt. Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da gab es natürlich nicht den Wunsch, davon beruflich zu existieren. Aber später kam der dann recht schnell und dann gab es so eine Liste von Dingen, die ich gerne erreichen wollte. Ich wollte Workshops geben, ich wollte Lehrbücher schreiben und ich wollte die eigene Musik auf Konzerten aufführen und habe mir gewünscht, dass Leute kommen, die dann auch zuhören. Und das ist alles eingetroffen, das macht mich sehr glücklich. Und auf den Workshops kann ich den Leuten helfen, die Fehler, die ich als Autodidakt früher gemacht habe, eben nicht zu machen. Und da ist natürlich ganz viel Erfahrung dabei bei mir. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, Gitarrenworkshops. Vorher habe ich 20 Jahre unterrichtet. Also ich weiß schon, was dann jemand üben müsste, wenn ich Dinge sehe, die Leute tun. Da muss ich nur kurz hingucken. Eine Minute, dann weiß ich, wie jemand die Gitarre hält und dann fallen mir auch schon Dinge ein, wie ich ihm oder ihr helfen kann und das freut mich jedes Mal außerordentlich, wenn es dann auch tatsächlich ankommt und umgesetzt wird und ich vielleicht sogar die Leute wiedersehen darf und die mir dann ihre Fortschritte vorspielen. Das ist einfach sehr erfüllend, denn es gibt tatsächlich nichts Schöneres, als anderen Leuten zu helfen.